Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Shopkeeper und Freunde, seht ihr das Ding da? Ja, ich weiß, ich hab's schon mal angeschaut, aber da wurde mir nichts angezeigt. Okay, ich weiß Bescheid, aber jetzt frage ich mich, wie kann ich diesen Tisch hier wieder wegmachen? Kann ich... Eingangsmatte, ich würde den Tisch... Ah, okay, cool. Schaut, und jetzt... Tada, boah, Wahnsinn, Leute. Guckt euch das an. Und hier kannst du für 100.000 Gold noch weiter einreißen. Für 25.000. Alter, ein ganz neues Spektrum an Leben hat sich hier gerade krass entwickelt in meinem Kopf. Alter. Fertigkeiten, wir haben nur 45. Quests müssen wir, müssen Tränke verkaufen oder ein paar Schilder und Schwerter und Mana und okay. Bringt ja alles nichts. Ich habe den Laden so ein bisschen aufgefüllt. Ich bestelle jetzt nochmal Kram. Ich wüsste nicht, was ich jetzt hier... was soll ich denn hier reinstellen? Ich würde sagen, ich mache erstmal hier hinten. Was machen wir denn hier? Was machen wir hier für einen Raum? Oh, ein Weihnachtsbaum. Sollen wir den kaufen? Aber erst, wenn wir genug Geld haben. Und noch nicht Roboter-Ladestation. Ach du meine Güte. So, ich würde sagen, wir machen erstmal pauschal hier so ein Klamottenregal an die Wand. Oder? Ja, ja, doch. Und dann, Moment, dann machen wir daneben. Ach, immer dieses Scrollen hier, das ist ein bisschen blöd gemacht. Machen wir daneben so ein. Und daneben machen wir noch so ein. Und daneben machen wir noch so ein. So. Jetzt möchte ich das Ding hier. Das sollte eigentlich reichen. So, dann können wir nämlich den hier hinmachen. Den hier hin. Und den ungefähr hier hin. So, da guck mal, Alter, der Wahnsinn, oder? Und jetzt habe ich mir überlegt, mache ich hier noch dann so eine kleine... Weil wir kriegen ja bestimmt hinterher noch andere Mützen. Und da könnt ihr bestimmt durch. Man könnte hier so eine kleine... kleine hübsche Hutecke machen. So, da kommen dann Hüte hin. Haben wir noch irgendwas... fürs Aussehen oder... Ah, warte mal. Fürs Aussehen könnten wir... Das wäre vielleicht ein bisschen praktischer. Stellen wir den noch dahin. So. Guck mal. Ist doch schon mal... Ist doch schon mal ganz hübsch. Da können wir jetzt richtig viel... Da kann ich Ramsch reintun ohne Ende. Leute, da können wir ramschen bis zum Umfallen. Richtig nice. Gut, cool. Haben wir das schon mal gemacht? Jetzt... Brauche ich jede Menge Heiltränke. Schilder haben wir eigentlich erstmal genug. Obwohl, kommen zwei, drei Stück, zwei, drei Stück. Hier alles, alles, zwei, drei Stück. Alles. Helme kann ich eigentlich noch mehr bestellen. Handschuhe immer gut. Harnische, jetzt habe ich ja Platz überall. Ich bestelle alles. Schultern. Kann ich alles da hinten hinlegen. Nochmal zwei, drei Frostäxte. So. Und natürlich nochmal Wildwuchstrank. Kokosnussdrinks laufen gerade nicht so gut. So, bestellen wir mal. 5000. Nice. Okay, wir machen schon mal auf. Leute, kommt in die Stuppe. Ich bin unmaßgeblich riesengroß geworden. Mein riesiger Riesenshop. Ach, guck, da kann ich direkt ein Schild hinlegen. Ich frage mich nur, im Großen und Ganzen, upsala, zack. Heute verkaufen wir Mana-Tränke, Freunde. So, guck mal, hier können die noch ein Schwertchen hintun.
Alles gut. Alles gut. Ich frage mich nur, ob wir hinterher, guck mal, Magiehandschuhe. Höschen. Na komm. Mach mal ein Höschen dahin. Hier schon mal so ein bisschen den Laden auffrischen. Einfach damit es gut aussieht. Damit die Leute wenigstens was zu grapschen haben. So, nochmal hier so ein Schild und da auch nochmal ein Schild. Da hinten wird schon verkauft. Das ist super. Stiefel sind doch gerade voll im Trend. Auch nochmal hier so ein paar drauf. Einfach damit sich das jetzt so füllt, ne? Weil wir müssen ja die Leute auch irgendwie ein bisschen in die Ramschecke. In die Ramschecke bringen. Eintrittsgebühren werden gut gezahlt. Das ist schön. Wohl am Morgen sind ja auch hier die Langfinger gern unterwegs, ne? Hier nochmal Schultern. Da auch nochmal. Oh, ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt schon in den ersten Folgen geschrieben haben. Kreis, du kannst da an der Wand gucken. Guck doch endlich an der Wand. Wann guckt er endlich an die Wand? Ich kann dieses Let's Play nicht schauen, weil er nicht an die Wand guckt. So, hier haben wir noch so ein paar Handschuhe. Na guck, da kommen die Leute schon. Sind da hinten meine Stiefel schon ausverkauft, oder wie? Jetzt kommt Leben an den Tisch, Freunde. Da kommt Leben an den Tisch. So, Zauberstäbe. Na komm, legen wir hier mal dazwischen. Weiß man ja nie. Weiß nie, ob sich einer denkt, ach komm, wenn ich jetzt gerade hier bin, hol ich mir auch noch ein Stäbchen. Nice. So, gucken wir mal hier vorn. Wie läuft's hier? Was geht hier ab? Was machen die Helme? Oh, Helme könnte ich da hinten auch noch aufhängen. Frostaxt verkauft. Ein paar Rüben. Falls der ein oder andere Druide noch kommt und sagt, hey, da ist ja noch eine Rübe im Ramschtisch. Ich bin von hinten beladen hier. Wer weiß, ob die Leute meine Rüben mögen. Vielleicht kommen sie... Ach, er will... Ich will jumpen. Guck mal, ey. Schön. Es ging dann doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Mal ein paar Heiltränke auffüllen. In meinem geheimen Special-Super-Laden da hinten geht's richtig zur Sache, Leute. Ach, immer dieses Regenwetter, da wird ja alles dreckig. Das ist echt schrecklich mit den Leuten. Keiner nimmt auch Rücksicht irgendwie auf meine Gefühle. Was sagt meine Queste hier? Oh, toll, zwei schon verkauft. Spitze, hätte ich es mal am ersten Tag gemacht, hä? So, nochmal ein paar Leatherstiefel. Zauberstab. Kauft doch mal einen Zauberstab, Leute. Braucht ihr denn keinen? Jetzt muss ich natürlich auch viel einkaufen, um den Laden wieder so ein bisschen zu füllen. Naja, aber das läuft schon. Das läuft schon, Kids. Das läuft schon. Jetzt, wo mich alle angebrüllt haben... Ist ja schön, wenn die Leute kaufen. Kauft aber mal hier Mana. Was ist denn ein Pilz? Habt ihr keine Pilze mehr? Habe ich denn noch Pilzsporen am Start? Oh, ich habe auch noch drei Pilze. Pilzsporen. Oh ja. Ach so. Muss ich hier rausklicken? Wieso komme ich hier nicht weg? Inventory? Ich häng fest. Aha, okay. Jetzt, jetzt hat's funktioniert. Ey, was geht denn hier mit Heiltränken ab im Moment? Das ist ja... Hab ich noch welche am Start? Da. Na, die laufen gut, ne? Jetzt, wo die einmal angefixt wurden, die Leute. Sagen, hey, damals habe ich auch schon hier meine Heiltränke gekauft. Da schubst mich aber jemand. So, die Hochzeit beginnt, Freunde. Fegt nochmal durch. Der Morgen war recht schlammig.
Ach du meine Güte, hier sieht's ja auch aus. Ich habe gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Schön Zauberstab. Guck mal, Alter, wir haben Gras verkauft. Da stand gerade Gras verkauft. Some Handschuhe are very tight to buy. Sehr nice, Leute. Kauft, kauft, kauft. Es ist alles da, was ihr braucht. Vorne die Waffenständer. Was haben die hier alles gekauft? Pilze packen wir mal wieder hier ins Pilzregal. 3 Stück. So, dann gehe ich draußen mal ein paar Sporen setzen. Ja, man weiß ja nie, ob man mal hier den einen oder anderen Pilz braucht. So. Müsste eigentlich gehen hier. So, kann man nochmal eine Minute. Können wir mal gucken gehen. Sehr guter Tag. Ja, alles schön. Alles ist gut. Ich lege mal hier noch so ein Schild hin. Und hier auch, passend zur Waffe. Na, was kann ich denn? Gibt's noch irgendwas? Na, jetzt hier auch gleich ein Schild geholt. Oh, so ein Wildwuchstrank. Naja, leiden Sie unter Haarausfall? Na komm, Pilz. Lass dich ernten. Sehr schön, sehr schön. Aus eigener Zucht, Freunde. Aus eigener Zucht. Aha. Er hat Weed geklaut. Er hat Weed geklaut. Und ich habe mir noch einen anderen Tipp geben lassen. Man kann auch, wenn es einen extrem stört, kann man so machen und dann kann man die, glaube ich, wegfegen. Dauert nur einen Augenblick. Zack, da ist er weg. Rübendieb! Rübendieb! Warum denn die Rübe? Ey, Leute, macht doch mal hier nicht so einen Dreck. Jetzt langsam brauche ich echt, glaube ich, mal diese Fußmatte. Jetzt wird der Laden auch ganz schön groß. Na, ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, um zu expandieren. Ach, ich mag das einfach nicht, wenn hier diese Kadaver vor meiner Haustür rumliegen. So, guck mal, Leute. Dann könnt ihr nämlich alle schön in Ruhe weiter einkaufen. Braucht euch keinen Stress machen. Einfach mal eine Rübe wieder hingelegt. Jawoll, guck mal, die kaufen gleich das Pack hier. Ich glaube, ich brauche mehr Lederstiefel. Habe ich einfach so im Gefühl. Und hier, was läuft hier? Alles klar, alles gut. Ey, Moment, hier liegt ja eine Axt am Boden. Warum ist das so? Kaufen Sie doch mal eine Axt. So eine Frostaxt ist doch was Feines. Ah, sehr schön. Brustpanzer. Wie viele haben wir denn da noch? Ach, da haben wir ja noch einiges. Haben wir noch ein Höschen da? Können auch noch ein paar Heiltränke mit hier einarbeiten. Und da nochmal so Mana Potions. So, bin ich das auch losgeworden? Pilze. Pilze gehen irgendwie anscheinend gerade. So, machen wir hier die Regale mal wieder schick. Guck mal. War ja schon. Die waren ja schon abgegrapscht. See you later. Was? Moment. 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 Also so nicht. Fräulein, Fräulein. Warum war der Typ ein Mexikaner? Verkauft dir jemand coole Hüte außer mir, oder was? Alter, die Leute statten sich hier aus. Freunde, das ist ja der Hammer. Da läuft direkt nebenan der Laden.
Richtig geil, oder? Ich find's richtig geil. So, Fertigkeiten. Ich kann mich in diesem Spiel aber auch immer verlieren, ne? Also wirklich. Mana Potions, Alter, die verkaufen sich halt echt nicht so geil im Moment. Ich überlege, eine neue Quest zu nehmen. Guck mal, das hier gibt 60 Points. Das kriege ich bestimmt easy hin. Gut, jetzt am Abend nicht mehr, bei noch 4:20 Zeit. Aber hey, guck mal, jetzt können wir mal hier locker so ein bisschen, ne? Also die Pilze aus eigener Zucht, ne, die kann man auch mal hier so zwischen servieren. Kommen die Leute schon und sagen, hey, lecker, lecker. Da haben wir ein bisschen Gras reingetan. Das ist wahrscheinlich das, was vorhin gemobst wurde. Ach komm, hier, mixen wir mal. Trauen wir uns mal was. Lederstiefel. Alter, Leute, ich mach Asche. Ich mach Asche, ne? Guckt's euch an. Guckt's euch an. Da machen wir mal hier nochmal so einen kleinen... Oh, guck mal da. Hängen wir mal dazwischen, falls einer nicht so weit latschen will und sich hier an dem Regal dann entscheidet. Oh, lass mich raten. Jetzt kaufen alle wieder Mana Potions und ich habe die Mission abgegeben. Höchstwahrscheinlich. So, was brauchen Sie außer der Rübe noch? Gibt es noch irgendeine Ausstattung? Wildwuchstrank vielleicht? Oh, ein bisschen Gras, ne? Ja, okay, alles klar. Kann ich verstehen. Wie viel habe ich denn davon eigentlich noch da? Müssen wir mal hier in die Bestände schauen, kurz im Allgemeinen. Guck mal, Heiltränke brauchen wir auf jeden Fall viel mehr. Okay, Schwerter geht noch, Handschuhe habe ich ohne Ende, Helme können wir noch, habe ich noch ein paar Ständer frei. Handschuhe, Lederharnisch haben wir auch noch. Lederstiefel, Plattenstiefel, Alter, haben wir nicht mehr. Pilzsporn muss ich auch nochmal bestellen. Den ein oder anderen Zweihänder. Okay, okay. Schultern, jawohl. Frostaxt. Verkauft sich eh im Moment nicht so gut. Nehme ich mal noch, aber trotzdem eine mit. Ein paar Wildwuchstränke, Recall Stones. Alles klar. Und Bestellung abschicken. So. Jetzt kaufen die Leute auf einmal Mana oder was? Ist hier irgendwie Gras auf der Liste? Oh, ich muss noch Bein, Palettenpanzer und Palettengürtel. Drachenknochenhose, Heiltrank, Lederharnisch. Tja, ich habe auf jeden Fall Magierstäbe. Ja, sag mal an, die gehen ja echt, du. Ja, sicher. Alter, voll dreckig. Ja, meine Güte. Da muss ich ja auch noch... Da muss ich ja noch mehr Heiltränke bestellen gleich, oder? Obwohl, es ist halt Abend, ne? Mein abgegrapschtes Heiltrankregal. Oh, die gehen ja hardcore. Alter. Ich habe das Gefühl, ich erwische keine Diebe mehr. Frosttrank hat noch nie einer gekauft, glaube ich, ne? Einfach mal bestellen, kann ja nichts schaden. Noch so ein paar Helmchen anbringen. Verschiedene Größen. Hier nochmal so einen Stiefelladen machen. Lieferung ist da. Das ist sehr schön. So, Pilzsporen. Ja gut, die kauft ja keiner, die Sporen an sich. Na, Hosen gibt es da ja notfalls. So, können wir mal hier noch so ein Schwert drapieren irgendwo? Da zum Beispiel. Oder da. So, sehr schön. Das machen wir mal da dran. Oh, hier haben wir eine fliegende Axt. Die hänge ich dann mal da wieder auf. So, alle rennen weg. Oh mein Gott. Alle haben gestohlen. Alter, guck mal, wie viele Tränke noch weggegangen sind zum Ende. Ist ja Wahnsinn.
Noch mal ein paar. So. Er kann ja eigentlich nie genug haben, ne? Man kann ja eigentlich nie genug haben, Leute. Ich verkaufe ja so viel Kleinkram. Ich bin ja bekannt in der Stadt. Als der kleine Ramschladen von nebenan, ne? So, jetzt müssen wir auch Gras nochmal bestellen. Obwohl, ich hatte noch ein bisschen. Pilzsporen. Vielleicht machen wir mal noch einen kleinen Zuchtabend. Das mache ich aber dann zwischen den Aufnahmen. Das braucht eher dann, ob ich jetzt da rumstehe. Gut, ich könnte noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, ne? Damals, als wir nackt auf Napoleons exhumiertem Pferd geritten sind. Das sind aber Geschichten, ne, die sind für solche Spiele nicht gedacht. Hier bist du auch die ganze Zeit unter Feuer. Also, Leute wie ich, ne? Ich muss da halt... So, schauen wir mal. Gehen wir mal hier kurz auf Inhalt sortieren. So. Hier eine Menge Grass und Grass-Sime. Okay, das mache ich dann aber jetzt außerhalb der Aufnahme. Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und, keine Ahnung, wahrscheinlich ist Weihnachten schon längst vorbei. Trotzdem chillig genießen, ja, Kreis führt seinen Laden, also ich persönlich kann bei diesem Spiel sehr gut entspannen, es ist wieder nur zur Information, falls sich mal jemand fragt, auch so, ja, das ist wirklich so dieses, alle sind im Bett, ich habe Zeit, muss morgen nicht so früh raus, dann setze ich mich hin und dann mache ich immer so, dass ich für einen Urlaub irgendwie mal was aufnehme, um ein bisschen Vorlauf zu kriegen und da kam dieses kleine Sponsoring-Spiel hier natürlich, ne, also es wurde mir auf Steam geschenkt vom Herrn Dr. Geldahnung. Und da kam das natürlich gerade richtig, weil ich gerade auf der Suche war nach tollen Urlaubsspielen. Da habe ich mir gedacht, das ist das Beste. Da kann man ganz viele Folgen machen und kann die dramatische Urlaubszeit mit ein paar lustigen Videos vielleicht überbrücken. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Shopkeeper. Auf Wiedersehen. Ich kann das Wort nicht anders aussprechen. Tut mir leid.